Wir klettern da auf Steinen, vermeiden das Wasser so gut es geht und die Dornen. Und derweil schaut es nicht so aus, als wären wir irgendwie nahe am Ziel. Wir waren ja gestern wandern und die Sonne war dann doch etwas stärker als gedacht. Es war eigentlich nur Regen angesagt für den ganzen Tag, aber wir wurden dann etwas von der Sonne überrascht. Ja, also wir haben auch langes gewandert, weil wir bei den Armen aufbrannt sind, sage ich mal. Schön rot, ja. Im Gesicht halt wirklich, wo wir halt keine lange Kleidung angehabt haben gestern, hat uns die Sonne halt schon ziemlich erwischt und Tommy ein bisschen mehr als mich. Mhm. Deswegen müssen wir heute aufpassen, haben gestern dann noch Sonnencreme gekauft und Aftersun. Und ja. Für heute steht was ganz Spezielles an. Vor etwas über einem Jahr hatten wir eigentlich schon den Urlaub nach Madeira geplant gehabt. Da kam aber dann die sehr aktive Pandemie in den Weg. Das heißt, wir haben das dann sein lassen. Aber damals schon bin ich über ein schönes Bild gestolpert, von dem Lorbeerwald. Und das habe ich mir dann gespeichert gehabt. Und in den Kommentaren von diesem Bild war die Rede von einem Hidden Waterfall, also einen versteckten Wasserfall. Und diesen Kommentar habe ich mir auch gespeichert gehabt, weil da eine ganz kleine Beschreibung dabei war, aber eher unbrauchbar, also nicht so wirklich sinnvoll. Jetzt habe ich den nach einem Jahr angeschrieben auf gut Glück und der hat mir sogar geantwortet und hat mir weitere Bilder und eine weitere Beschreibung geschickt. Und im Endeffekt bin ich dann durch ein weiteres Bild von ihm draufgekommen, was ich dann einblenden kann, dass man im Hintergrund die Berge sieht und dadurch per Google Maps oder Google Earth konnte ich dann die richtige Gebirgskette sehen und so konnte ich das dann lokalisieren, weil der nicht mehr wusste, wo das war, also wirklich gar keine Ahnung mehr gehabt hat. Und im Endeffekt wollen wir heute Mission angehen, dass wir diesen Hidden Waterfall wiederfinden, weil das wirkt schon ziemlich mystisch auf den Fotos und Videos, die wir da bekommen haben. Ziemlich versteckt und ja, sehr, sehr speziell hoffentlich. Müssen wir dann ein bisschen reinwandern in den Wald, ziemlich abgelegen und auch ein bisschen kraxeln auf rutschigem, steinigen, nassen Gelände. Also es könnte sehr abenteuerlich werden heute, hoffentlich verletzen wir uns nicht wieder. Naja, wir werden schauen, wie es weitergeht. Schaut urgeil aus dabei. Sehr gut.
Verrecktem Weg schon. Aua, 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 aua. Du, anstrengend. Ich schwitze schon hoch. Ja. Wir klettern auf Steinen, vermeiden das Wasser so gut es geht und die Dornen. Und derweil schaut es nicht so aus, als wären wir irgendwie nahe am Ziel. Super schöne Location, ziemlich laut, wie man vielleicht mitbekommt. Wir sind da auf Geröll heraufspaziert, komplett abgegangen und den Moos gestiegen. Ein bisschen viel Touristen sind da, wie man sieht. Ich werde jetzt die Drohne steigen lassen. Ich habe jetzt nur die Mavic Air 2 mit, also nicht die FPV-Drohne. Aber ich hoffe mal, dass ich da ein paar schöne Aufnahmen machen kann. Jupp. Echt traumhaft hier, komplett abgelegen, also sowas von abgeschieden. Ich wollte vorhin weiter erkunden, wie weit es da noch rauf geht. Dann bin ich da auf den Felsen und konnte wie eine Katze vom Baum nicht mehr alleine runter. Die Katze musste mir dann helfen. Also ich glaube nicht, dass es da viel weiter gehen würde. Zumindest nicht, wenn man ein gewisses Sicherheitsgefühl verspüren möchte. Jetzt sind wir hier geblieben, Fotos gemacht, Drohne geflogen, entspannt. Einerseits ist der Wasserfall so laut, aber es ist wirklich entspannend hier. Jetzt werden wir wieder zurückgehen zum Auto und dann machen wir mal weitere Pläne für heute. Wenn man raufschaut, ist es ziemlich neblig, also schauen wir mal, was sich anbietet. Strand wird es halt keiner werden, glaube ich. Ja, ich glaube auch nicht. Aber schauen wir mal. Hoffentlich kommen wir mal da sicher wieder runter, weil das war ziemlich heftig darauf. Ich hab's geschafft! Fast trocken! Wir haben's geschafft!